wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Episode ungeschnitten Minecraft Survival Games auf dem GumiHD.net-Server. Wir schon wieder drei Runden Minecraft Survival Games, so wie es passiert, so wird es eben auch aufgenommen, hochgeladen. Ich würde ganz gerne, habe ich schon mal vorbereitet, und zwar Survival Games 7 Forcen, denn ich würde ganz gerne versuchen, mit der Top-10-Liste ein bisschen voranzutreiben, aber ich muss erstmal vorweg nochmal sagen, mir macht dieses Projekt momentan wieder ultra großen Spaß. Vielen Dank an alle Likes, an alle Kommentare, an alle Views, die ich momentan bekomme. Es läuft momentan so krass wie noch nie in dem Projekt und das freut mich ungemein nach mittlerweile 3 Jahren, dass es wieder so einen kleinen Aufschub bekommt. Finde ich sehr cool und deswegen würde ich heute mal versuchen, Top-10-Listen voranzutreiben, und zwar gibt es hier nämlich viele Ambosse. Und wir brauchen quasi, würde ich jetzt gerne versuchen, das Dishwood Chef 2 zu craften. Das heißt, wir brauchen 6 Level, 4 Diamanten und 2 Sticks. Denn du brauchst 4 Dingens, brauchst du. Na komm, da können wir uns mal den Diamant raussnacken. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen 4 Diamanten, um eben 2 Schwerter zu machen. Wir brauchen 2 Sticks für 2 Schwerter. Und wir brauchen 6 Level, um 4 Level am Amboss zu machen. Und eben 2 Level jeweils, ein Level jeweils, um Dingens zu bekommen. Die Hose ist besser, wenn ich die anziehe, deswegen tauschen wir die eben kurz aus, eben mit Flug einfach. Und laufen dann Richtung High Horses und Tier 2s und so. Mehr oder weniger. Ja gut, ist natürlich das ist auch schon ein Typ, aber vielleicht braucht er ein bisschen zu lange. Ne, braucht er nicht. Dann gehe ich mal weg von dem. Weil ich will ihm jetzt nicht hinterherlaufen. Da haben wir noch Schuhe gerade bekommen. War da hinter mir noch der Typ? Ne, ne? Ah, der ist jetzt gerade da. Ja. Ich will gar nicht zu den High Horses gehen, zur OP-Route. Na komm schon. Ja, den können wir eigentlich können wir den bekommen, den Typen, ne? Aber ich stelle mich auch wieder heute nie. Die Hits waren nicht so gut von mir gerade. Habe momentan echt wieder große Probleme zu straven. Irgendwie an der 1.8 oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich momentan wieder so ein paar Probleme mit Straves und so. Ich will wieder ein bisschen mehr üben. Klappt momentan nicht alles so gut. Ja, okay, aber wir finden anscheinend noch nicht mal Diamanten. Müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht irgendwo anders mal machen. Also ist natürlich eine Sache, das kannst du natürlich nicht heraufbeschwören, sowas. Sondern musst natürlich hoffen, dass du es bekommst. Aber nicht mal Diamanten, nicht mal ein bisschen was an Level. Von daher ist es schon momentan noch nicht ganz so geil. Aber hier oben war noch keiner drin, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, sieht alles noch safe aus. Hier ist ein Eisenschwert drin, da haben wir schon mal 2 Sticks bekommen. Aber ansonsten nicht so geil, ne? Hält sich in Grenzen, echt. Leider Gottes. Gut, aber trotzdem. Ich habe ein paar Kommentare bekommen, die werde ich mal versuchen zu beantworten jetzt. Ich würde gerne neue Kommentare schreiben und so fragen. Nee, will nicht so wirklich. Und zwar gab es einen Kommentar, der meinte, was war denn nochmal hier? Kannst du mal deine alten Videos hochladen? Der hat mir die Frage nicht schon mal. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Video mal angesprochen, dass ich mal ganz gerne bald ein Dingens machen möchte, so meine alten Videos, kommentieren möchte, so angucken, selber kommentieren, werde ich bald machen auf jeden Fall, ja, das war noch eine Frage, kommt bald auf jeden Fall, mal gucken, 3 Dias, aber keine Sticks, gib mir Dias, Manu, will ich haben, ganz gerne, da unten ist ein Typ, der pimmelt gerade hier dann am Dingens rum, am OP-Haus, ja, trotzdem mal nach unten jumpen, ja, ne, müssen wir einen Abgang machen. Kann ich gerade nichts mit anfangen, leider. Schade drum. War ja natürlich besseren. Ach komm, wir können trotzdem nach oben gehen, oder? Wenn wir oben sind, sind wir wieder voll, oder? Sollte bestimmt reichen. Komm, wir heilen uns mal kurz. Und dann gehen wir nach oben, holen uns den Typen mal, hoffentlich. Ich werde momentan so krass weggekommen. Und merkt er das irgendwie? Klar, hat er kein geiles Schwert dabei, aber ich werde so krass weggekommen, Wood. Momentan ist echt ein bisschen skurril, wie ich so spiele irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht haben wir hier oben noch einen Diamanten. Also, na, wir haben ja nicht mal eine Sache gefunden. Okay, wir haben ein Level bekommen von dem Typen gerade. Das ist schon ganz cool. Aber ansonsten nicht der Rede wert, ne? Ja gut, eine kleine Ignore mal XP-Bottle. Jetzt haben wir schon mal 1,5 Level. Gut, Cap hatte ich jetzt nicht umziehen müssen. Ist eh, man kriegt eh keinen besseren, keine bessere Rüstung. Ja, ich frag mich gerade, wie schwer das letztendlich wird, weil du musst eben auch die Map dafür haben, ne? Du hast eben Ambosse, hast du, ich glaube, am meisten hier, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr Maps kennt, wo es Ambosse gibt, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, damit ich mal so noch andere Routen oder andere Maps ausprobieren kann. Aber es ist immer so ein bisschen auch Tun-Luck natürlich, bei SG7 oben am Spawn hätten wir vielleicht mal nachgucken können, vielleicht war da noch keiner.
Und dann noch keiner war. Da oben sind nämlich drei wirkliche OP-Truhen. Also wirklich da, wo 6 bis 9 Sachen drin sind, Items drin sind. Da können wir mal nachgucken gehen. Aber momentan klappt es PvP-mäßig nicht so gut, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich mache momentan, bekomme ich viele Kombos und ich teile sehr wenig aus irgendwie. Also weiß nicht, woran es liegt, aber es läuft nicht allzu gut. Ich will mal hoffen, dass ich da oben hinkomme. Ja, verzaubern werden wir nicht erst natürlich kurz vor knapp, wenn wir das nicht mehr schaffen können. Das andere macht natürlich keinen Sinn. Jetzt zu verzaubern wäre natürlich kacke, wenn ich jetzt einmal 4 Diamanten bekommen sollte. Und irgendwie 10 Bottles. Ja, leider schon alles weg hier oben. Du kannst, by the way... Ja, da unten ist ein Typ. Ja, kann ich doch nicht, by the way. Ich wollte was ausprobieren. Ist ja aber doch mal lieber sein dann. Jetzt haben wir ein bisschen Fallschaden bekommen. Deswegen mal kurz heilen. Der, oh Gott. Die beiden sind 2 Typen hier. Aber ihr könnt natürlich folgenden Trick anwenden, und zwar die beiden aufeinander drauflocken. Das machen wir folgendermaßen, indem wir uns jetzt ein bisschen hier so machen. Und dann hoffentlich können die beiden ineinander kämpfen. Können wir nochmal hier oben ein TNT ranplanten. So. Dann müsste der erstmal weg sein, die ganzen Leuchten. Und dann können wir mal gut wieder von vorne anfangen. Guck mal, der ist da unten. Nein! Lol, okay. Da ist noch einer gewesen. Kommt der weg? Ne, kommt der nicht? Schade. Ja, komm schon. Ja, nice. Okay, er ist weggelaufen. Hatte er Diamanten dabei? Kurz mal heilen, bitte. Dankeschön. Hat aber keine Diamanten dabei, aber ein Brustpanzer in Eisen. Den ich doch ganz gerne schon mal. Und noch Schuhe in Eisenform. So, einmal Full Iron, aber sonst nichts Geiles. Ne, ne. Geh mal weg hier. Natürlich reicht es. Haben wir Dingens, ja, ne? Ja, hat Stuff eingesammelt. Schade drum. Gut, wir können natürlich ordentlich wegkommen. Wir haben ja auch, wir können ja auch PvP-mäßig ein bisschen was. Deswegen können wir hier schön hier rüber gehen. Macht aber auch gut. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz TNC plant. Und zwar jetzt erst, damit er wirklich stehen bleiben muss. Wunderbar. Wir können nämlich nochmal essen und in Ruhe zu Ende raggen. Ja, verzaubern kommt man nicht mehr, leider Gottes. Vielleicht haben wir eine Arena, die nicht allzu klein ist. Um zu verzaubern. Wäre ziemlich cool. Aber ich denke, bekommt irgendeine keine Arena dran. Die, finde ich, wirklich mal abgeschafft werden müsste. Okay, die Arena ist gut. Da haben wir Verzauberungstisch dran. Und ich bin ja wirklich schnell im Verzaubern. Momentan finde ich es echt cool, wie schnell ich verzaubern kann. Oh, oh. Na. Okay. Haben unser Schwert kurz fallen. Das ist mir aber noch ein neues Schwert. Hallo. Ja, müssten wir eigentlich schaffen. Ganz gut schaffen. Da ist noch ein anderer Typ, der hinten abstauben will. Ich sehe ihn doch schon kommen. Ah, fuck, da hat er so gemacht. Ja, er wird mich natürlich nicht, er wird mich natürlich abstauben wollen, wenn er das kann. Wahrscheinlich der andere Typ. Deswegen, Nee. Deswegen müssen wir mal kurz natürlich woanders hingehen jetzt. Der kann auch wieder nach oben voll raggen. Gerade. Hat er ordentlich gespammt, der andere Typ. Vielleicht haben wir Glück und können kurz verzaubern. Wenn es denn reicht, jetzt einmal wunderbar. Rückstoß finde ich nicht so scheiße. Rückstoß mag ich auch relativ gerne. Aber hier müssten noch irgendwie ganz viele Sachen liegen, ne? Können wir zumindest das Schwert nochmal einsammeln, ja. Sehr, sehr wichtig. Hm, schwierige Arena, weil keiner so wirklich angreifen will. Da muss ich wieder der Attackierende sein, dann werde ich wieder abgestaubt, weißt du? Das ist so oft so, dass alle einfach rumpimmeln. Komm schon. Ja, ein Hit gegeben. Und trotzdem geht er auf mich. Guck dir das mal an. Ja, schön. Da ist die Kombo des Lutzudes. Lieber Kollege. Dann nochmal. Jetzt konnte er nämlich abstauben, ne? Und dann konnte er natürlich abstauben, der Typ. So. Aber der müsste eigentlich fast sogar sterben. Und dann haben wir ihn auch gleich down. Jetzt können wir ihn erstmal verfolgen, solange wie es eben geht. Nochmal einen Pfeil eben reindrücken. Nicht geschafft, leider Gottes. Und da stirbt er nämlich. Ja, GG. So muss es doch eben sein. Weißt du, dann kommt er nämlich wieder abstauben, der andere Typ. Und dann, ja. Weißt du, so, dann kämpfe ich gegen den 1-Minuten. Zum Glück habe ich da wirklich Full Life das Ganze überlebt. Und nicht irgendwie da wieder, irgendwie, keine Ahnung. Aber Challenge nicht wirklich geschafft. Das ist ein bisschen doof gewesen. Vielleicht in einer weiteren Runde bei SG4. Oh, vielleicht SG4. Aber hier gibt es, glaube ich, keinen Amboss. Boss. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Was waren noch so für weitere Kommentare da eigentlich so von euch? Dom, was isst du gerne und was denkst du Vegetarier? Ich esse sehr gerne alles eigentlich. Ich bin ein Allesesser tatsächlich. Also, außer vielleicht Rosenkohl. Das ist so eine Sache, wo man sich überstreiten kann.
Zucchini mag ich auch nicht so gerne. Aber trotzdem, eigentlich esse ich trotzdem alles. Also ich probiere auch Zucchini, ich esse auch Zucchini. Ich sag jetzt, zu keinen Sachen sage ich so nein. Ich esse wirklich alles, auch wenn es mir nicht schmeckt. Ich finde es immer super wichtig, so Sachen zu probieren. Das finde ich super wichtig. Ich finde es immer doof, wenn Leute einfach Sachen nicht essen wollen oder Sachen nicht essen, ohne es probiert zu haben. Sagen so, nee, sieht scheiße aus, esse ich nicht. Ich bin immer der Meinung, man sollte Sachen probieren und dann eine Meinung darüber bilden, ob es schmeckt. Und ich finde, es gibt keine Sachen, die nicht schmecken. Ohne Spaß. Tut mir leid, das jetzt zu sagen, aber ich finde wirklich, es gibt keine Sachen, die nicht schmecken. Hallo. Er rennt sofort nach oben. Dann will ich da gar nicht erst langlaufen. Und holen wir mir hier hoffentlich da ein Schwert drin, leider Gottes nicht. So. Dann laufen wir mal hier lang. Ich finde, es gibt keine Sachen, die nicht schmecken. Außer natürlich, sie sind halt wirklich scheiße angerichtet. Aber solange eben Sachen nach Rezept gekocht werden oder so und nicht versalzen sind oder so, finde ich es halt vollkommen in Ordnung. Finde ich eigentlich alle Sachen vollkommen lecker eigentlich so. Natürlich haben alle ihren eigenen Charme, alle Gerichte mehr oder weniger. Aber trotzdem sind alle Sachen irgendwo lecker. Ohne Spaß jetzt. Klingt vielleicht jetzt doof oder so. Das meine ich vollkommen ernst. Guck mal, Schuhe, da haben wir noch einen Helm. Dann haben wir hier nochmal so und Dingens. Machen wir doch mal lieber so vielleicht. Können wir die Hosen nochmal eben anziehen. Haben wir sehr, sehr guten Stuff. Da war ein Typ, da will ich gar nicht hingehen zu dem Typ. Ah, zu dem will ich gehen. Der hat nämlich kein Harnisch an. Das heißt, es wird relativ leicht, gegen ihn zu kämpfen. Aber auch nur, wenn er halt eben nicht weglaufen würde. Ja, aber er war das gerade schon relativ clever. Aber nochmal Hinblick gegeben, wunderbar. Nochmal Hinblick gegeben, ist er schon tot. Da haben wir eine Eisenhose bekommen, die ich ganz gerne anziehen möchte. Und sofort weiter. Die Truhe kann man, by the way, öffnen, ohne reinzufallen. Ich sag's halt nochmal ganz gerne. Einfach zurückspringen und dann die Truhe öffnen. Ist mir gerade ein bisschen zu knifflig. Also quasi so zurückspringen. Ach, guck mal, ist der Typ jetzt da drin. Dann können wir den aber auch hoffentlich bekommen. Normalerweise sollte es kein Problem sein. Da ist er nämlich hin. Hat auch ziemlich lange überlebt. Da haben wir noch eine andere Cappy. Die brauchen wir aber nicht umziehen. Da haben wir noch einen Bogen. Sehr geil. Sonst kein Typ. Alles ganz cool. Alles läuft ganz so. Mehr wie nach Vorgabe. Immer noch eben so. Da hinten war noch ein Typ irgendwo. Den würde ich auch ganz gerne nochmal haben. Ob wir den bekommen, weiß ich nicht so genau. Haben wir so einen Kompass? Ja, haben wir auch. Gut. Machen wir nochmal so eben. Aber auch hier keine Diamanten, nichts irgendwie an Stuff. Amboss weiß ich halt nicht, wo es hier einen gibt. Ich glaube, hier gibt es keinen auf SG4. Weil SG4 ist eben eine Map, die wurde gemacht zu Zeiten, als noch keine Ambosse gab, glaube ich. Sogar. Bin ich echt der festen Überzeugung, dass das eigentlich so ist. Dass es hier keinen Amboss gibt. Es sei denn, dass die wurde irgendwie redesigned. Aber ansonsten dürfte es eigentlich keinen Amboss geben. Da oben ist ein Typ. Ist natürlich ein bisschen schwieriger zu kämpfen, weil hier natürlich alles ein bisschen eng ist. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Wir müssen natürlich auch hoffen, dass wir... hi. Ja, da ist die Combo zumindest drin. Und dann ist er auch schon down, bevor er sich nochmal eine Heilung-Pot geben kann. Dann können wir mal kurz hier ein bisschen aussortieren in der Ecke. Weil ich finde, hier kann man bestimmt gut aussortieren. Machen wir eben kurz alles weg, was wir nicht mehr brauchen in unserem ganzen Leben. Mr. Morgan ist nun offline. Wahrscheinlich nur eine Folge aufgenommen gerade und geht wieder offline. So. Vielleicht noch so machen. Gut. Lala ist ein YouTuber. Wow, cool. Also ich lasse natürlich jetzt den Stuff an, um mal natürlich zu zeigen, ey, ich bin nicht gut equipped, dabei bin ich eigentlich genauso gut equipped, als wenn ich jetzt irgendwie einen Eisenhelm anziehen würde. Beispielsweise. Eisenschuhe wäre natürlich noch ganz cool. Hier war irgendwo noch ein Typ, der war hier draußen. Da ist der Typ gewesen. Hat er ein Deer-Shed gehabt gerade? Wir haben natürlich ein kleines Problem gerade. Aber ich kann natürlich Folgendes machen. Und zwar kann ich hier oben wieder rauslaufen. Indem ich hier nach oben laufe. So lang. Dann laufen wir eben oben raus, anstatt unten rauszulaufen. Hallo. Aber der kommt da, glaube ich, nicht nach oben, oder? Wir dürfen nicht nach oben kommen von da normalerweise. Ne, er kommt doch nicht, siehst du? Er muss den anderen Weg laufen normalerweise. Aber sind wir eben schon weg. Jetzt, guck mal, ha, verarscht haben wir den Typen jetzt. Wir uns hier lang sneaken so ein bisschen. Ah, guck mal, er weiß nicht mehr genau, wo wir sind, glaube ich. Egal, wir laufen jetzt weiter. Ist ja egal, wir sind ja full life, ist alles cool. Ich wollte nur ungerne da so drin kämpfen. In diesem Haus. Weil ich finde halt, in engen Räumlichkeiten, finde ich immer relativ schlimm zu kämpfen. Der ist ein bisschen misplaced. Ich habe keinen Bock, in den zu kämpfen. Solange der so misplaced ist wie gerade, dass er einfach so in der Luft steht.
habe ich da echt keinen Bock drauf. Sorry dafür. Aber so, guck dir da an, wie Miss Mimims Place der einfach ist. Lass mal an. Können wir den vielleicht trotzdem noch bekommen oder so? Ein bisschen Abstauber machen oder so? Natürlich vollkommen legit abzustauben, ne? Wie gesagt, ist ja alles legit oder so. Bekomme ich ja auch oft, wenn ich abgestaubt werde. Ach, guck mal, von Vollstaff wird das nicht untergehen. Hammer geil. Wusste ich gar nicht. Aber alles sind eigentlich ganz gut equipped momentan. Vielleicht können wir dann trotzdem mal mitmischen. Bisschen so den Weg abschneiden. Wir haben noch drei Halbposts, die können wir auch noch dann uns mal gönnen. Wir gönnen es heute mal im Leben so ein bisschen ohne so... Ja, ich mache immer noch meine Nicht-Halbpot-Phase eigentlich. Aber mal gucken. Ja, mal gucken, was da so geht mit den drei Leuten. Ich hoffe, der dreht sich nicht um, der hinter dem herläuft. Der will abkürzen. Ich kürze auch mal von da ab, vielleicht. Oh ja. Das sieht sogar ganz gut aus. Guck mal hier. Ja, guck mal hier. Oh, guck mal, da ist der andere Typ wieder. Ist aber auch misplaced, oder wie? Warum sind alle misplaced jetzt gerade? Ohne Spaß. Warum lägen alle im Boden rum? Will ich ja mal meinen Song Misplaced Geburt rausbringen. Ist ja schon quasi fertig. Ja, ich will mit dem Turn angreifen. Ich will mit dem Turn anfangen. Alles andere macht halt keinen Sinn für mich, wie ich finde. Kurz noch was essen. So. Und jetzt den Turn ansetzen. Ja, Double Combo war drin. Ah, schade. Er konnte aber nicht essen. Das heißt, er muss essen auf jeden Fall. Glaube ich zumindest. Er kann aber nicht essen. Schafft er nicht. Hat nur bestimmt Cupwebs irgendwo. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir haben natürlich nur eine Axt. Ja, macht er ganz gut. Hoffentlich schafft er es nicht zu essen. Schafft er wohl. Hit ist nicht drin, leider Gottes. Ja, schade drum. Er muss nochmal essen, okay. Ich esse auch nochmal kurz. Natürlich F5-Modus an, wie man sieht. Ich habe jetzt nur versucht, ihn abzuschrecken ein bisschen. Er used die ganze Zeit F5-Modus, ne? Macht das schon nicht schlecht, aber trotzdem, ne, ne. Nicht mit mir, okay? Ja, da würde auch gleich wieder dann wahrscheinlich irgendwie Spam-Marino-Attacke kommen. Ja, er läuft quasi jetzt gerade erstmal nur weg. Da kommt wieder Feuerzeug ein bisschen, hat aber so nicht. So kann man Feuerzeug nicht setzen, um es gefährlich werden zu lassen. Jetzt wäre Feuerzeug ganz gut, hat er aber nicht gemacht. Folge einfach so lange, bis ich nicht mehr kann. Jetzt kommt nochmal gleich Feuerzeug. Da ist Feuerzeug, wunderbar. Weggemacht. Da will er essen, schafft er aber nicht. Dann können wir ihn hoffentlich so nochmal einen reinwürgen. Okay, sind wir tot. Ein Herz, ah! Hätte ich es gewusst, wäre das ganz gut geworden. Aber ich wusste nicht, dass das so knapp ist. Ich hätte noch ein bisschen mehr Herzen. Schade drum. Aber hat er gut gemacht am Ende dann noch. Hat er mich dann doch noch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben jetzt, glaube ich, genug lange aufgenommen. Leider keine Challenge geschafft. Tut mir leid, war ein bisschen doof. Würde ich trotzdem sagen, hauen Sie uns zum nächsten Mal wieder. Liebe Leute, schreibt mir Themen in die Kommentare und so. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Tschüss.